Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu dem Bröbchenflop-Video Nummer 3. Für alle, die neu dazugekommen sind auf meinem Kanal und die noch nicht kennen von mir, ich gucke mir gerne Parfümbröbchen an und spreche einfach mal aus, was die meisten von euch wahrscheinlich denken, wenn sie so gewisse Bröbchen in der Hand haben. Das erste ging um ein Burberry-Stempelbröbchen, also wortwörtlich ein Stempel, den man sich aufdrücken konnte. Das zweite ging um ein, ich glaube, Bulgari, aber da müsste ich nochmal gucken, ein Duftkärtchen. Und gehen wir doch erstmal drauf ein, was der Sinn von Parfümbröbchen sind. Also Parfüms sind ja nicht unbedingt günstig, es sei denn, man holt sich gerne Drogerie-Parfums, aber wer die richtig teuren haben will oder die richtig guten, der probiert wahrscheinlich meistens lieber vorher mal aus, bevor man bis zum Himmel stinkend in der U-Bahn sitzt oder einem vom eigenen Duft schlecht wird, wie es mir schon mal passiert ist, oder schlicht und ergreifend das Parfüm einfach auf der Haut nicht verträgt. So, normalerweise hat man diese kleinen Fiolen. Die Parfüm-Miniaturen lasse ich jetzt mal aus, weil nach denen schreit meistens jeder, oder damals, als die noch in Boxen waren, hat jeder danach geschrien und sich beschwert, wenn es keine gab. Aber es geht bei mir ausschließlich um normale Pröbchen, also nicht Miniaturen, weil die sind ja eher so Sammlerware und liebe Firmen, ich nehme die auch gerne, aber und zwar aktuell geht es um dieses schöne kleine Teil. Das ist eine kleine Parfümprobe, ja, das ist tatsächlich eine Parfümprobe, die als Goodie in der letzten Glossybox drin war. Das ist My NY von DKNY, also My New York. Er enthält geschlagene 1 Milliliter Parfum und ich versuche das mal so zu zeigen. Es ist ein in Herzform gestempeltes Plastikgedöns-Dingi und da schwappt dann so ein bisschen das Parfum drin. An und für sich finde ich, von der Größe her finde ich es okay. Es sieht nett aus, allerdings zweifle ich ein bisschen, wie viele andere, die das schon erwähnt haben, bei mir auf dem Blog, auf dem Kanal oder auf meiner Facebook-Seite. Ich zweifle so ein bisschen an der Handhabung dieses Teilchens, denn es gibt eine Öffnung, aber nichts wiederverschließbares. Und zwar hier oben an der Ecke, da ist hier, das sieht man jetzt leider wahrscheinlich schlecht, ist hier so eine Prägung, dass man das umknicken kann. Wer sich die Haare färbt, wird solche Dinger kennen. Und zwar zum Beispiel Schwarzkopf, die haben meistens so ein Glanzgedöns-Dingamajiggy da drin. Das knickt man auf und presst dann so eine Flüssigkeit in die Haarfarbe rein, dass es nochmal extra Glanz gibt. Und so in die Richtung ist das auch gehandhabt. Ja, jetzt frage ich mich, weil ich mir schlecht 1 Milliliter komplett über die Visage kippen werde, wie ich das am besten benutze. Und ich habe mir gedacht, weil ich das noch komplett ungeöffnet und an Seite gelegt hatte und für euch aufgehoben habe, dass wir jetzt einfach mal so einen kleinen Live-Test machen. Und zwar das allererste ist, mir wurde der Tipp gegeben, hier hinten ein Loch reinzumachen und das dann mit Tesa wieder zu verschließen. Das probieren wir jetzt mal aus und ich möchte dann aber nachher trotzdem hier oben diese Öffnung mal ausprobieren. Also ich denke, ich werde es einfach benutzen, wenn mir der Duft gefällt. Also ich piek's hier jetzt mal, ich habe hier leider jetzt nur so einen Nagel, ein Loch rein und da hängt schon der erste Tropfen dran. Das riecht aber nett. Man könnte natürlich auch den Nagel immer reinstippen und dann mal gucken. Und also vom Duft her, oh ja, gefällt mir das. Finde ich es sehr nett. Allerdings machen wir gleich mal einen Dufttest raus. Erinnert es mich so ein bisschen an Drogerie-Parfum. Also ich weiß jetzt nicht, DKNY ist so eine Mischung. Also findet man in Drogerien meistens. So, ich kann das jetzt nicht zu doll kippen, aber vielleicht seht ihr das hier schon. Jetzt ist da so ein Loch, ne? Dann kann ich jetzt hingehen, meinen Finger drauf halten, einmal kippen. Dann habe ich es auf dem Finger und kann ich das dann auf meine Haut verteilen. Es kommt ziemlich viel raus. Ich habe jetzt etwas zu viel gemacht. Moment. Da muss ich jetzt doch mal leider mir ein Tuch nehmen. Ich habe mir extra für die Videos hier diese Mehrfachtücher geholt, da diese Einwegtücher. So, jetzt habe ich das Problem schon, dass hier oben irgendwie alles rausquillt. Das muss ich jetzt mal kurz abwischen. Zack, haben wir schon mal Produkt verschwendet. Also, ich gehe jetzt einfach mal hin und verschließe das wieder mit Tesa. Ich habe mir ein bisschen Tesa bereit gemacht und zwar oben mit so einer Lasche, dass ich es auch wieder aufziehen kann. Und das klebe ich und es hält nicht. Okay,
Ja, also ich wollte mir gerade Tesa drüber kleben, aber leider hält das nicht, weil hier oben ständig Parfüm rausquillt. Es ist wahrscheinlich, weil das Loch so groß ist. Hilfe! ich weiß nicht mehr, wer mir den Tipp gegeben hat, aber falls du das siehst, ist dir das auch passiert. Ich kann keinen Tesa drüber machen. So, ich rubbel noch mal so ein bisschen rum. Und dann mache ich jetzt mal ein großes Stück Tesa drüber. Ich hoffe. So, schauen wir. So, und jetzt mache ich das mal hier rum, auf der einen Seite. Ja, nö. Okay, gut. Jetzt ist bei mir eh schon alles vom Parfüm voll und ich werde stinken wie Sau. Ja, gut. Jetzt gucke ich mal. Okay, dann mache ich das jetzt einfach mal schnell. Also, wer sich weniger doof anstellt wie ich, für den ist das bestimmt eine Lösung. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, wirklich. Das Loch ist leider doch etwas zu groß geworden. Ich hatte leider keinen Pushpin zur Hand oder so. Ich habe leider wirklich nur so einen Nagel gehabt. Verdammt! Und ja, okay, das wäre so eine Möglichkeit, das zu nutzen. Ich persönlich habe da schon komplett gefailt. Jetzt gehe ich einfach mal hin und öffne das mal, wie es sein sollte. Ich glaube, ich mache mir das mal halt mit das mal drunter. Also an der Knicklinie entlang werde ich das jetzt mal auf. Ah! Okay, mir kommt alles raus. Okay, ich lasse es. Spontanentschluss, ich lasse es. Ich stinke jetzt nach Pfeffer. Wenn wir hier mal dabei sind. Ja, so. Okay. Ja. Ich denke, ich werde es mir ins Bad legen als Lufterfrischer wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, jedenfalls, jetzt wollte ich. Cool, wie ich dachte, wie ich bin, wirklich mal diese Öffnung ausprobieren, aber nee, das wird nichts. Immer wenn ich drücke, kommt oben Flüssigkeit raus. Ja, dann lassen wir das. Okay, theoretisch, wenn man das aufknickt. Ich spinne das jetzt einfach mal fantasievoll weiter. Ja, die Öffnung scheint relativ groß zu sein. Ich schätze mal so 2, 3 mm. Schätze ich jetzt einfach mal frech vor mich hin. Und ja, wie verschließt man das wieder? Also man kann hingehen und sich wirklich diese 1 Milliliter Probe überall hingießen. Finde ich ein bisschen viel. Gerade weil man für so einen intensiven Duft, und der ist ziemlich intensiv, also ihr seht jetzt glücklicherweise nicht diese Parfümwolke, in der ich gerade hier sitze und halb high werde. Aber ja, also liebes DKNY, 1000 Gummipunkte für eine freche Idee, aber diese werden gleich wieder abgezogen für die praktische Anwendung. Ich zeige euch mal, liebe Firmen, falls ihr das vergessen habt, wie so eine tolle praktische Probe aussieht. Das ist zum Beispiel, guckt mal hier, liebe Firmen. So sieht eine praktische Probe aus. Wenn die noch cooler wäre, hätte die oben so einen ganz kleinen Sprüher. So. Hier sind jetzt 2 Milliliter dran. Das ist aktuell das Escada Joyful. Das habe ich mir heute das habe ich mir heute geben lassen, weil ich diesen Duft mal ausprobieren möchte. Beim Erstschnuppern im Geschäft war ich mir noch nicht sicher und ich bin ein riesen Escada-Fan, also steht das auf jeden Fall auf meiner Einkaufsliste. Aber ich muss natürlich gucken, ob ich den Duft vertrage, ob er mir steht oder ob ich wie ein Luchs rieche danach oder ja. Deswegen, also 2 Milliliter prima in der Fiole, da kann auch nichts schief gehen. Wirklich nicht. Also das hier kann ich wirklich jetzt nur noch als Lufterfrischer nehmen. Im Badezimmer, hinterm Klo. Ja. Okay. Ja, es ist. Ich weiß nicht, ich finde es schade. Was sagt ihr eigentlich zu solchen Proben? Also ich finde, es ist. Ich hatte es vorgehabt zu sagen, es ist nur ein halber Fail. Weil ich dachte, das funktioniert so gut mit dem Loch. Jetzt habe ich natürlich das Loch größer gemacht, als es sein sollte. Also wenn ihr wirklich nur so ein ganz, ganz kleines Loch machen könnt, dann wäre es wahrscheinlich nur ein halber Fail, weil das kann man ja dann verschließen. Allerdings ist das Problem wirklich, dass bei jedem kleinsten Druck oder jedem Kippen kann Flüssigkeit austreten, auch im Liegen. Und das ist ein bisschen unpraktisch, weil wie will ich das unterwegs mitnehmen, wenn ich es mal auffrischen will? Und wie will ich das lagern? Was ist, wenn es mir mal runterfällt? Dann habe ich den ganzen Kladderadatsch auf dem Boden. Also habe ich eigentlich sogar fast, weil es ist mir eben umgekippt. Und ich glaube, ich habe so eine Mini-Pfütze auf dem Boden davon. Ja, jedenfalls. Ich bin echt noch gespannt. Das wird richtig spannend, was sich die Firmen alles überlegen. Ich kann mit diesen Proben nichts anfangen. Ich meine, das ist schon besser als dieser Stempel, wo man dann total assi-mäßig mit so einer kleinen
Parfümflasche hier drauf gedruckt rumläuft und dieses Kärtchen, was man sich eigentlich nur als Kette umhängen kann, um den Duft zu schnuppern. Wenigstens kann man diese Probe ausprobieren über, ja, was heißt längere Zeit. Ja gut, okay, wenn man richtig vorsichtig ist und das hinkriegt, vielleicht 1, 2 Tage, aber mehr auch nicht. Und ja, also ich sage es ehrlich, ich wünsche mir die Fiolen zurück. Es ist wirklich einfach nur, langsam ist es frustrierend, wenn ich irgendwo eine Parfümprobe mal anfordere, weil ich wirklich gerne überlege, bevor ich mir was kaufe. Beziehungsweise manchmal auch lange drum rumschleiche und mir einfach unsicher bin, so viel Geld für so ein Teil, Parfümteil auszugeben, dann fordere ich gerne mal eine Probe an. Was kommt? Eine Postkarte mit einem Abziehfilmchen, wo unten drunter so ein komisches Fluid ist, ja, wo ich gar nichts mit anfangen kann. Soll ich mir die Postkarte rumrubbeln oder ja, was auch immer. Ich verstehe nicht, warum die Firmen so knausrig sind. Ich verstehe es wirklich nicht. Es geht hier um die Fiolen, es geht nicht um die Miniaturen. Miniaturen hin und her, gut und schön, die werden viel verkauft. Kann ich verstehen, dass die dann sich ärgern, ne? Die werden halt auch gesammelt. Aber diese Fiolen, die benutzt man. Ich meine, und wenn man sie halt eine Weile rumliegen hat, dann hat man zumindest für, wenn man auf Reisen ist, ein Mini-Parfum, wo es nicht schlimm ist, wenn man den Rest dann wegwirft, weil man es vergessen hat, aus der Handtasche zu nehmen, bevor man in den Flieger steigt. Also, die Teile sind, finde ich, sehr praktisch und ich wünsche sie mir einfach zurück. Ich meine, was ist das für ein Driss? Also wirklich, ich... Ach nee, ich habe mir so viele Sachen, habe ich so viele Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen. Im Endeffekt bin ich doch noch sprachlos, was es für beknackte Proben eigentlich gibt. Ich werde das Video einfach an dieser Stelle jetzt beenden, weil ich gerade selber von meinem eigenen Fell so enttäuscht bin. Und ich glaube gar nicht, dass ich so doof war, so einen dicken Nagel zu verwenden. Vor allen Dingen, den kann ich ja noch nicht mal reinstecken, nochmal, um das zu versiegeln. Das sieht ja auch noch kacke aus. Okay, also wie habt ihr das eigentlich mit eurem Pröbchen aus der Glossybox gehandhabt, falls ihr das hattet? Also die Idee mit dem Loch einpieksten hatten wir schon. Gibt es da noch weitere Ideen oder habt ihr das direkt alles benutzt oder gleich vielleicht auf die Familie verteilt, dass jeder gleich mal so einen Tropfen abkriegt und habt ihr den 1 Milliliter leer gekriegt? Ja, verratet es mir einfach mal unten in den Kommentaren und ich verlinke euch einfach mal die anderen beiden Videos, die ich gemacht habe, unten in der Infobox. Dann könnt ihr mal reinschauen, falls ihr den noch nicht kennt. Wer einen heißen Tipp hat für Pröbchenfels, darf sie mir gerne schicken. Der darf mir sehr, sehr gerne sagen, wo er sie her hat, wo es die gibt. Ich finde das total spannend und ja, das war's dann von mir. Schönes Wochenende.